Not a favor. Wait. All enemies is killed. Kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsprodukt und das sind die Mini-Granatlauncher, die man überall montieren kann, wo man eine Rissschiene dran hat. Zum Beispiel Pistolen, das funktioniert super. Und ja, es ist wirklich mein Lieblingsprodukt, jetzt nicht gelogen. Wir sind hier allgemein jetzt gerade und sprechen Deutsch. Das heißt, die Leute, denen das hier alles gehört, wissen überhaupt nicht, worüber wir reden. Und ich könnte jetzt hier die Produkte schlecht reden, wie ich Lust dazu hätte. Wir haben ja auch für nichts unterschrieben, dass wir irgendwas in den Himmel loben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Produkte, die wir hier testen können, die sind einfach gut. Da kann man nicht wirklich viel Schlechtes drüber sagen. Und dieser Granatlauncher, also der hat es mir echt angetan. Den will ich nach Deutschland. Ich weiß, dass es verdammt viele Leute von euch auch wollen und ich kann das echt verstehen. Und wir werden versuchen, wirklich das zu verhandeln mit denen, dass wir eine Zulassung in Deutschland bekommen. Und ja, dann kann hoffentlich in näherer Zukunft jeder diesen Granatlauncher erwerben. Der ist nämlich verdammt günstig. Der kostet 45 Euro und verschießt 40 BBs auf einmal. Ich kann das jetzt mal demonstrieren. Hier ist jetzt gerade Green Gas drin. Da waren jetzt natürlich keine BBs drin. Könnte man sich denken können, sonst hätte ich auch eine Schutzbrille getragen. Wir haben jetzt mit diesem Gas von Dual Coat gearbeitet. Das ist Green Gas. Man kann auch CO2 reinfüllen, um das wieder zurückzumachen. Das ist ein bisschen schwergängig. Zwei Hände, zack, und dann klickt das und dann ist das wieder eingerastet. Ziehen ist jetzt auch nicht, wie man sich das so vorstellt, wie ein Trigger abziehen. Das ist, braucht man schon ein bisschen mehr Power, aber es ist mit einem Finger problemlos möglich. Allgemein, es gibt, wie ihr hier schon sehen könnt, es gibt tatsächlich ein Holster. Da kann man eine Pistole reinmachen, das ist jetzt hier eine Glock, mit einem Grenade Launcher dran. Und das Holster funktioniert dann ein bisschen anders. Man öffnet das hier und zieht die Waffe dann, wenn das hier am Holster klebt, nach unten raus. Und genauso kommt die Waffe auch wieder rein, das heißt, man schiebt die Waffe so rauf, zack, klickt ein und sichert die Waffe dann hiermit. Oder sichert sie nicht, dann hält sie eigentlich auch ganz gut. Wenn ich jetzt hier offen habe, hält es auch ganz gut. Muss sie wirklich mit Kraft dann rausziehen, nach hinten weg. Das Holster, wir haben gerade die Info reinbekommen hier, kostet ein bisschen mehr als 50 Euro. So, gibt es wahrscheinlich dann auch für andere Pistolen. Das ist jetzt wie gesagt ein Modell, was, für die Glock, was es für die Glock gibt. Dieser Granatlauncher ist halt mit 45 Euro verdammt günstig. Wird gefüllt mit normalem Green Gas oder ihr dürft auch CO2 benutzen. Wobei man allerdings sagen muss, beim Green Gas ist es überhaupt gar kein Sicherheitsproblem. Da kann man auch auf unter 5 Meter schießen. Wir haben es sogar gemacht. Wir haben uns auf unseren Kameramann hier einmal geschossen. Sieht man auch die BBs vorbeifliegen, tut nicht weh. Mit CO2 sollte man das nicht machen oder halt einen entsprechenden Sicherheitsabstand wahren, denn unter 10 Meter könnte das wirklich böse enden. Was noch zu sagen ist, man kann diese Granatwerfer echt an allem montieren und ihr habt es ja schon im Intro gesehen, hier einfach mal an dem Helm montiert, ist glaube ich jetzt auch gar nicht geladen, aber ich teste einfach, ne, ist nicht geladen. Man kann es rechts und links am Helm montieren, also da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Was mir persönlich auch sehr gefällt und was wahrscheinlich auch gar nicht so unpraktisch ist, ist das an einer Langwaffe oder hier mit einem Sniper zu montieren. Ihr könnt hier, wie gesagt, an jede Rissschiene ein, rechts, links und unten, oben würde wahrscheinlich auch noch gehen, obwohl das Scope wahrscheinlich ein bisschen verdeckt. Die Idee von so einem Mini-Granatwerfer, den man überall montieren kann und die Performance an sich, die hat uns auch echt überzeugt. Also wir kennen ja jetzt auch andere Granatwerfer, die 120 BBs schießen, die kommen wahrscheinlich nicht annähernd so weit, wie dieser Granatwerfer mit CO2 kommt. Und ich sag ganz ehrlich, es ist mein Lieblingsprodukt. Again, I didn't push anything. Wir haben ein Bild von diesen Granatwerfern gestern auf Facebook gepostet, hätte schon über 300 Likes und so viele Leute haben uns gefragt, wann kommt dieser Granatwerfer in Deutschland und ich sage auch ganz ehrlich, ich will ihn selber haben. Also ich hoffe, dass es das erste Produkt sein wird, da werden wir uns besonders darum bemühen, dass dieser Granatwerfer als erstes nach Deutschland kommt. Man muss allerdings jetzt schon sagen, er hat viele einzelne Läufe und das wird dann mit der Abnahme entsprechend schwierig und kann entsprechend länger dauern. Das Ventil an sich, das muss ich auch nochmal sagen, scheint hochwertiger zu sein, jedenfalls hat es bei unseren Tests nicht geleakt und wir haben hier echt ohne Ende verschossen. Wir haben hier zwei Flaschen von diesem Green Gas durchgejagt, weil es einfach nur Spaß macht. Also da kann man eigentlich nicht genug davon bekommen. Als nächstes kommen wir zu einem unserer Lieblingsprodukte, das ist das Nachtsichtgerät. Das ist ein binokulares Nachtsichtgerät, das heißt es deckt beide Augen ab, nicht nur eins. Und das kommt mit der Generation 1. Wir haben uns aber sagen lassen, da ist eine ähnliche Technik wie in der Generation 2 verbaut. Genaueres können wir euch darüber jetzt auch nicht sagen. Wir wissen nur, dass es verdammt gut funktioniert, denn wir waren gestern Nacht damit draußen. War wirklich verdammt dunkel. Wir haben das sowohl bei Mondlicht getestet, als auch nochmal tiefer im Wald, wo kein Mondlicht mehr war. Und es hat überhaupt gar keine Probleme gemacht. Also selbst nur mit Restsichtverstärker hat man alles perfekt gesehen. Besonders aber auch andere Leute gesehen, die sich irgendwo ein bisschen versteckt haben. Da haben wir
bisschen uns gegenseitig gejagt mit. Und mit der zuschaltbaren Infrarotleuchte, die sich auch perfekt fokussieren lässt. Entweder auf ganz weit, dass es den ganzen Bereich abdeckt, oder wirklich ein sehr kleiner Spot, war das wirklich perfekt, um Leute zu sehen. Ja, was man dazu sagen muss, dass hier noch kein Infrarot-Sperrfilter verbaut ist. Das heißt, andere Leute, die ihr direkt anguckt, würden ein kleines, schwaches, rotes Licht sehen. Es soll jetzt noch ein Infrarot-Sperrfilter hinzukommen zu diesem Nachtsichtgerät. Wann das der Fall sein wird, können wir nicht sagen. Wir können nur sagen, dass es verdammt gut ist, weil wir es selber testen durften. Wir sind sehr überzeugt davon. Es hat diese Verschlusskappen, die übrigens zwei Funktionen erfüllen. Zum einen schützen die das Nachtsichtgerät vor der Sonneneinstrahlung oder jetzt zum Beispiel auch vor normalem Licht. Sollte man Nachtsichtgeräten generell nicht antun, ist auf die Dauer nicht gut. Aber sie haben auch sehr, sehr kleine Löcher verbaut, dass man jetzt, wenn ich jetzt hier durchgucke, trotzdem alles sehen kann, auch bei normalem Tageslicht. Und das ist wirklich einfach nur super. Ja, allgemein, man findet hier zwei Tasten. Das ist einmal die An-Aus-Taste und dann den Infrarotscheinwerfer, den man kurz an, kurz ausmachen kann. Das ist sehr komfortabel. Montiert wird das Ganze an jedem Helm, quasi der eine Nachtsicht-Mount zur Verfügung stellt. Mit dieser Mount kommt das quasi hier oben drauf, andersrum sogar. Dann klappt man das einfach vors Auge. Das heißt, ich habe das Nachtsichtgerät hier und wenn ich das dann benutzen möchte, klappe ich das zack vor die Augen. Funktioniert auch mit Airsoft-Schutzbrillen, das ist gar kein Problem. Sieht man genauso gut alles. Und allgemein, wir zeigen euch jetzt hier noch ein paar Videos. Man muss dazu sagen, es hat intern keine Möglichkeit, das Signal auszugeben. Das heißt, alles, was wir tun können, ist jetzt mit einem Handy abzufilmen. Unsere normalen Kameras haben zu große Linsen, das wäre zu weit weg für den Fokus. Wir konnten das mit einem Handy hier abfilmen und das zeigt natürlich nicht so gut, wie wir sehen können. Es ist ein bisschen unschärfer, es zeigt nicht den ganzen Sichtbereich. Aber ich denke, für einen groben Eindruck ist das vollkommen ausreichend. Ihr seht hier einmal mit Infrarot. Und jetzt einmal ohne Infrarot, das heißt nur der Restlichtverstärker. Das ist quasi das Gerät zwischen der Call of Duty Special Edition und den hochwertigen Nachtsichtgeräten, die auch schon mal um die 18.000 Euro kosten können. Und unter 3.000 Euro bekommt man da eigentlich sowieso nichts Gutes. Das ist jetzt endlich mal ein Nachtsichtgerät, was sich mit 600 Euro wahrscheinlich der normale Airsoft-Spieler eher leisten kann und was wirklich einfach nur Spaß macht. Also ich hätte es sehr gerne, ich habe es nicht, aber ich durfte es hier ausgiebig testen. Wir sind gerade nachts hier wieder an derselben Stelle quasi und bauen uns hier gerade was zusammen. Ein Gewehr, man sieht nichts. Das wird sehr spektakulär aussehen. Also nachts so Leute, die so im Dunkeln in so einem verlassenen Industriegelände hier irgendwelche Waffen zusammenbauen und damit durch die Gegend ballern. Um diese Uhrzeit in der Öffentlichkeit mit Waffen oben zu hantieren, wäre in Deutschland nicht möglich. Spanien halt. Noch eine brandneue Waffe, die nur für uns geopfert wird. So, wir sind hier am Tag 2 angekommen in der Fabrik und das ist irgendwie eine von 5 Hallen und es gibt noch in der anderen Stadt und in der anderen Stadt gibt es noch mehr. Also es ist einfach gigantisch, solche riesigen Hochregallager hier. Können wir einfach so vorher rumlaufen und filmen. Schon echt cool. But if we did this in Germany and uploaded it to YouTube, we will be the most hated person in all Airsoft in Germany. Really, I guarantee you. We will be the most hated persons now anyway. Yeah, because we shot Because Germans just don't care. They say, yeah. Oh, you ruined the German Airsoft sport in Spain. Yeah. This is what they will comment. Also, I didn't wear any safety goggles just for those measures. No safety goggles? No. Slowly. Ja, stellvertretend sind wir für euch in Spanien unterwegs, um auch hier den deutschen Airsoft-Sport kaputt zu machen für euch. Weil wir waren der Meinung, den nur in Deutschland kaputt zu machen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Man muss expandieren, man muss sich an der Globalisierung anpassen. Man muss outsourcen quasi hier und auch in anderen Ländern anfangen, den Sport zu zerstören, weil sonst schaffen wir das einfach nie. Ja, wir haben ja mit Mörsern und Tracern in der Gegend hochgeschossen, ne?